Unser heutiges Thema sind Gelenke im menschlichen Körper, unsere Gelenke aus der Sicht eines Mechanikers. Bewegliche Teile, egal welcher Natur, ob technische in den technischen Systemen oder in den biologischen Systemen, unterliegen einem Verschleiß. In biologischen Systemen wird Verschleiß durch die Gewebebildung kompensiert, ausgeglichen. Es ist grundsätzlich das Prinzip der Funktion von lebendigen Körpern, das ständige Zusammenspiel zwischen Katabolismus und Anabolismus, dem Abbau und Wachstum, wenn aus irgendwelchen Gründen die degenerativen Prozesse überwiegen, so kann das zu Funktionsstörungen kommen, zum Beispiel zur Arthrose. Schauen wir uns das Hüftgelenk an. Das ist vielleicht das klassischste aller Gelenke. Das ist fast ideales Kugelgelenk. Es wird gebildet von der Hüftgelenkpfanne, einem sphärischen Hohlraum, in dem der Kopf, kugelförmige Kopf des Oberschenkelknochens eingelegt ist. Das Gelenk ist umhüllt von einer Kapsel. Innerhalb der Gelenkkapsel befindet sich die Synovialflüssigkeit, deren Funktion ist Schmierung und Zufuhr von Nährstoffen zu dem Gelenk. Der Oberschenkelknochenkopf und die innere Fläche der Hüftgelenkpfanne sind durchgehend durch Knorpel überzogen. Die Funktion des Knorpels besteht im Schutz der Gelenkknochen durch Stoßdämpfung und Verteilung des Druckes auf eine größere Fläche sowie die Gewährleistung eines reibungsarmen relativen Gleitens der Gelenkflächen. Knorpel ist ein viskoelastisches Gewebe, welches zu 65-80% aus Wasser besteht, welches die Kollagenmatrix füllt. Am Leben wird das Gewebe gehalten durch die Knorpelzellen, Chondrozyten. Der Gehalt an Chondrozyten ist allerdings sehr gering, 1-2% des Knorpelvolumens. Knorpel und Synovialflüssigkeit haben unikale Eigenschaften, vor allen Dingen einen extrem kleinen Reibungskoeffizienten von ungefähr 1/1000, welcher in technischen Systemen schwer zu realisieren ist. Kleine Reibungskräfte sind aber für Gelenke von zentraler, entscheidender Bedeutung, denn mit Reibung ist auch die Wärmeentwicklung verbunden und eine lokale Erhöhung der Temperatur nur um wenige Grad Celsius würde zur thermisch induzierten Nekrose des Knorpels und des Knochengewebes führen. Mechanische Belastungen spielen bei einem Gelenk zweifache Rolle. Zum einen sind sie notwendig, um die korrekte Funktion des Gelenkes aufrechtzuerhalten. Knorpel hat keine Blutgefäße, deswegen werden die Zellen des Knorpels werden ernährt durch die Diffusion der Nährstoffe aus der Synovialflüssigkeit. Und genauso wie unser Herz das Blut pumpt, sind die periodischen mechanischen Belastungen des Gelenks notwendig, um die Synovialflüssigkeit durch den Knorpel durchzupumpen. Wird das Gelenk nicht belastet, so wird es unterernährt und wird abgebaut. Das ist das allgemeine Gesetz der lebendigen Natur. Alle Organe, die nicht gebraucht werden, werden abgebaut. Andererseits, zu starke mechanische Belastung kann zu Beschädigung des Knorpels führen, zum Verschleiß und Beschädigung des Knorpels führen. Und die Frage ist, wie man den Knorpel richtig belasten soll, damit die regenerativen Effekte gefördert werden und Verschleiß minimiert. Während der einleitenden Präsentation auf dem World Tribology Congress 2017 in Peking hat Jacob Klein von dem Weizmann Institute of Science ein
einfaches qualitatives Prinzip des anabolen, wiederherstellenden und katabolen degenerativen Reaktion des Knorpelkörpers auf mechanische Spannungen formuliert. Druckbelastung des Körpers trägt zu ihrem Wachstum bei und tangentiale Belastung führt zum Abbau. Die physikalische Herkunft dieser Faustregel ist einfach. Die vertikale Belastung hat einen Pumpeffekt, die Entwicklung von Tangentialspannungen dabei ist nur gering. Die Tangentialbelastung dagegen hat keinen Pumpeffekt und ist unmittelbar gefährlich. Sie führt zum Verschleiß und auch zur Entwicklung von negativen Drucken in bestimmten Bereichen, die zur Entwicklung von Rissen führen können. Eigentlich kennen wir diese Eigenschaften aus dem Alltagsleben. Es ist schwer, ein Laib Brot zu schneiden, indem man mit dem Messer einfach drückt, aber einfach, indem man das Messer hin und her tangential bewegt. In den lebendigen Systemen werden beide diese Effekte durch die Reaktion von Zellen auf die mechanischen Spannungen, Normalspannung und Tangentialspannung und Freisetzung von entsprechenden Enzymen sogar noch verstärkt. Kommen wir noch einmal zur Reibung im Gelenk. Die Reibung wird bestimmt durch den Reibungskoeffizienten und durch den Druck im Gelenk. Und eine gesunde Funktion eines Gelenks besteht darin, dass es ab und zu belastet wird oder periodisch belastet wird, besonders wenn es ohnehin die Last tragen muss, aber dazwischen völlig entlastet. Und während dieser Entlastungsphase sollte eigentlich die Bewegung stattfinden. Dann ist die Reibung klein. Das ist genauso wie beim Gehen. Wir übertragen die Last von einem Bein zum anderen und der Körper wird durchgehend unterstützt. Aber die Bewegung findet immer bei dem Bein statt, das gerade nicht belastet ist. Genauso sollte auch die ideale Funktion eines Gelenks stattfinden. Eine Zivilisationskrankheit besteht allerdings darin, dass wir sehr viel Zeit vor dem Computer verbringen und generell im Sitzen oder überhaupt in bestimmten Positionen. Und das führt dazu, dass bestimmte Muskeln sich an diese verkürzte Form, den verkürzten Zustand gewöhnen, kürzer werden. Und wenn wir dann mal aufstehen, dann müssen die Gegenmuskeln aktiv werden. Sie erledigen zwar ihren Job gut und bringen den Körper in die richtige Position, aber dann ist das Gelenk von zwei Seiten gespannt und steht unter Druck. Selbst dann, wenn ein Gelenk von der äußeren Last frei ist, ist es trotzdem gespannt und das führt dazu, dass bei der Bewegung große Reibungskraft herrscht, großer Verschleiß und große Wärmefreisetzung. Das ist genau so, als ob wir beim Gehen nicht die Last von einem Bein zum anderen übertragen würden, sondern versuchten einfach durch Gleiten uns fortzubewegen. Das ist zwar möglich, aber ist mit einem enormen Energie- und Materialverbrauch verbunden. Es ist das allgemeine Prinzip des Aufbaus des Bewegungsapparates, dass es zu jedem Muskel einen Gegenpartner gibt. Hüftgelenk ist ein Kugelgelenk mit drei Freiheitsgraden. Entsprechend gibt es Beuger und Strecker, Anspreizer und Abspreizer, Auswärtsdreher und Einwärtsdreher, drei Gruppen von Muskeln und im Idealfall müssten alle diese Gruppen sich vollständig entspannen können, denn sonst gibt es in einer der Richtungen eine Verspannung des Gelenks. Die Gegenmaßnahmen sind bekannt. Das sind zum einen die Dehnung der Muskulatur und des Bindegewebes durch spezielle Dehnübungen und zum anderen die Entspannung der Muskulatur durch passende Massagen. Das sind alles Maßnahmen zur Verringerung der Druckkraft, der minimalen Druckkraft im Gelenk.
Durch jahrhundertlange Forschung hat man viele Details über die degenerativen und regenerativen Prozesse in Knochen und im Knorpel herausgefunden. Aber ohne in diese Details einzugehen, kann man eines feststellen. Der wichtigste Faktor, der diese Prozesse steuert, das sind schlussendlich die mechanischen Belastungen. Bereits 1892 hat Julius Wolf anhand von experimentellen Daten festgestellt, dass die Form und die Festigkeit von Knochen durch mechanische Belastung bestimmt wird. Spätere Entdeckungen von genetischen und zellulären Mechanismen des Knochenumbaus, wie zum Beispiel die Aktivität von Osteoklasten und Osteoblasten, sind nur Werkzeug, mit welchem mechanische Belastungen ihr Ziel erreichen. In den mehr als 100 Jahren, die seit dem Erscheinen des Werks von Julius Wolf vergangen sind, sind natürlich viele Erkenntnisse über den mechanisch stimulierten Knochen- und Knorpelumbau gewonnen. Einige der Ergebnisse sind sehr auffällig. Zum Beispiel, man hat festgestellt, dass für das Einleiten des Knochen- oder Knorpelumbaus eine kritische Intensität der Belastung notwendig ist. Es wurde auch festgestellt, dass Knochenumbau wird initiiert durch dynamische Belastung und nicht durch die statische Belastung, was wir zum Teil auch schon diskutiert haben. Diese dynamische Belastung muss nicht ganz dauernd sein, nicht den ganzen Tag, denn 30 Belastungszyklen pro Tag sollen ausreichen, um den Knochenwachstum zu initiieren. Eine größere Zahl verändert nichts an dem Knochenwachstum. Diese Belastungszyklen gelten als Zyklen allerdings nur dann, wenn sie ausreichend in der Zeit voneinander getrennt sind, und zwar ca. 9 bis 15 Sekunden. Wenn die Belastungszyklen näher als 9 Sekunden voneinander stehen, dann wird als ein Zyklus sozusagen vom Organismus wahrgenommen. Wenn die Zeit mehr als 15 Sekunden ist, dann ändert die längere Zeit nichts mehr. Das alles gilt sowohl für Knochen als auch für den Knorpel. Nur der Knorpel hat sehr wenig Zellen, nur 1% des Volumens, und deswegen sind alle Wachstumsprozesse im Knorpel sehr langsam. Knochen regeneriert sehr schnell, Knorpel sehr langsam. Deswegen gilt bei der Regenerierung von Knorpel zum einen richtige Belastungen anbringen und zweitens Geduld ausüben. Ich fasse jetzt die lange Rede kurz zusammen. Um die Gelenke fit zu halten, sind aus mechanischer Sicht zwei Faktoren wichtig. Zum einen müssen die Gelenke regulär, periodisch auf Druck belastet werden. Das ist erforderlich zum Pumpen der Gelenkflüssigkeit, für die Ernährung des Gelenkes und auch zur Abfuhr der Zerfallstoffe. Und auch zum Initiieren der Wachstumsprozesse im Gelenk. Zum anderen müssen die Tangentialspannungen minimiert werden und dafür müssen die Gelenke in der Bewegungsphase vollständig entspannt werden. Das wird durch passende Übungen zur Dehnung der Muskulatur und der Bindegewebe erreicht. Man darf nicht vergessen, dass auch Gelenke gut regenerieren können, wenn man passende Maßnahmen ergreift. Und diese Maßnahmen sind einfach und für alle gut zugänglich.